Herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Schön, dass du hier bist für die Botschaften der kommenden Woche. Der Advent, ja, wird intensiver, das Licht wird heller, je mehr Kerzen angezündet werden, Weihnachten hat. Und wir haben in dieser Woche das Quartermoon in Virgo, also der abnehmende Halbmond in der Jungfrau. Die Jungfrau, das erdige Element, die Erde ist ja etwas langsamer und ruhiger und die abnehmenden Halbmonde sind zudem noch, suchen Balance und Gleichgewicht und Neuorientierung. Und deshalb hier ein ganz schöner Impuls, finde ich, aus dem Mond, aus der Mondkarten. Attend to the details. Mal achte auf die Details. Ja, schau auf die Kleinigkeiten. Manchmal auch, wie jemand mit dir spricht oder die Message zwischen den Zeilen. Kommt gerade so als Impuls rein. Als Kartendeck habe ich hier auch deshalb ein sehr detailreiches, detailliertes, gezeichnetes Kartendeck gewählt, das mystische Tarot. Und ja, schau mal, was kommt, nicht wahr? Lass dich inspirieren, hab eine gute Woche, eine gute Zeit und ich sag jetzt mal auf in die neue Woche. Ja, eine neue Woche hier für uns und wir haben den Last Quarter Moon in Virgo, den abnehmenden Halbmond in der Jungfrau und mit dem Impuls Attend to the Details, also kümmere dich um die Details. Jetzt gehen wir hier in die, ja, die kleinen Dinge machen's aus, ja, und schauen jetzt, was die Tarotkarten uns hier gleich als Information und Unterstützung zeigen und bringen werden. Wir schauen erstmal, was zeigt sich jetzt denn in dieser Woche. Ah, die Portaltage sind ja am Donnerstag und Freitag, also das könnte auch nochmal, da ist ja am Freitag der Last Quarter Moon. Ah, da könnte es auch nochmal eine Intensität eben sich zeigen jetzt, ne? Vielleicht gerade in dieser Woche. Oh, es fängt ja schon sehr, sehr schwierig an. Sieben der Schwerter. Die Karte von, ja, warnt eigentlich vor Täuschung. Da zeigt sich vielleicht die Täuschung, vielleicht auch eine Enttäuschung. Ja, kann natürlich sein, dass der Mensch im Außen, der andere oder die anderen dich hier täuschen und sich da so heimlich dieses Ei aus dem Nest klauen und wegschleichen, hier wie die Schlange, so ganz leise und heimlich. Die Schlange hat ja natürlich das Symbol der Heilung, aber hier in dem Zusammenhang würde ich sagen, sie hat ja auch sowas wie Hinterlistiges. So wie in dem Märchen, in der Geschichte von diesem Dschungelkind, wo die Schlange ihn ja verführt hat, mitzukommen. Also hier würde ich sagen, aufpassen, hier ist eine Täuschung da im Feld. Da nimmt dir jemand was weg. Ja, das und geht da nicht ganz offen damit um. Da es sich zeigt, also entweder hast du die Möglichkeit, das jetzt zu erkennen, du erkennst es, oder ja, mach die Augen auf, weil vielleicht fühlst du es schon, spürst du es schon und magst es gar nicht so richtig wahrhaben. Es gibt natürlich auch die Variante, dass du quasi dich da rausschleichen magst und, sage ich mal, das, wo du denkst, es steht dir zu, das mitnimmst, dass du keine offene Kommunikation, keinen offenen Konflikt möchtest und dich da quasi aus der Affäre still und heimlich rausschleichst. Das kann sehr klug sein, besonders wenn es um ein sehr toxisches Umfeld ist, ne? Dann kann das ein sehr kluger Schachzug sein, der dich eher schützt und beschützt. Schau einfach hin, ja, dann ist es wahrscheinlich die sicherste Variante, da rauszukommen. Wenn das nicht so ist und du quasi wie so eine Aufgabe hättest, mal offen Konflikte anzusprechen, dann wäre das auch hier eine gute Möglichkeit. Okay, wir schauen, was kannst du denn loslassen in dieser Woche? Die fünf Schwerter, ne? Na super. Sehr gut. Ja, das sieht doch sehr nach Verabschieden aus in einer
Beziehung zwischen Mann und Frau. Mit, ja, was nicht mehr geflickt werden kann, würde ich sagen. Ne? Sie ist ja in der Wärme, im Licht und geht, während er im Schatten und in Dunkelheit liegt. Also ja, ich würde sagen, das kannst du hinter dir lassen, kannst du loslassen, die gescheiterte Beziehung. Für die Beziehung, wo, sage ich jetzt mal, ja, die engere Bindung haben, wo die Beziehung jetzt sich nicht in eine Trennung auflöst, sondern nur dieser Streit oder dieser Konfliktpunkt, ne, der ist, da kannst du rausgehen aus dieser Diskussion, aus dieser Form. Ah, das ist, ja, wir gucken mal noch nach den anderen Karten. Auf jeden Fall dieses Gefühl, nein, anders. Wenn du in einer festen Beziehung bist, kannst du das Gefühl von Niederlage loslassen, weil die fünf Schwerter, das ist so eine Karte, wo sehr auch für das Ego steht. Und das Ego sind auch, jetzt sag ich mal, in Beziehungen, die andauern, ne? Wo es jetzt keinen schwerwiegenden Grund gibt, jetzt sich daraus zu lösen, sind diese ewigen Diskussionen um irgendein Thema. Und dann gibt es dieses Ping-Pong-Spiel und dann fängt man an, den anderen zu beschimpfen oder sich zu verteidigen. Und dann geht es um Verletzungen und ja, sich zu schützen und den anderen zu treffen und so weiter und so fort. Und das ist so eine Karte. Das kannst du loslassen. Sollte es sich, wie gesagt, hier nochmal um eine toxische Verbindung handeln, dann ist es auf jeden Fall die Karte, den anderen loszulassen. Egal, ob du jetzt hier ein Mann oder eine Frau bist. Ja, geh in dein Herz, fühl dein Gefühl, steh zu dir, fühl dich, fühl die Liebe zu dir und gehe. Verlass diesen kämpferischen, unguten Partner hier. Ja, also je nachdem, was für dich sich da anfühlt. Wir gucken, was kommt denn? Was kommt, was ziehst du an? Die zwei Scheiben, da haben wir sie nochmal. Das ist, die Scheiben sind ja die Münzen, die die physische Welt, und hier, wenn die physische Welt, na, dieses wie so ein, die ist nicht stabil. Da hast du die Wahl, da kommt eine Chance, was zu verändern. Da ist eine Instabilität in der physischen Welt. Ja. Und du versuchst hier eine Balance zu finden, Gleichgewicht zu finden. Steht für Gleichgewicht finden, steht aber auch für zwei Möglichkeiten haben zu wählen. Also hier auf jeden Fall eine Instabilität, ist klar. Ne? Wenn man das jetzt mal so ganz alles anschaut, da diese Ego-Kämpfe, diese Streitereien oder auch diese Verletzungen, die da drin sind, die Schwerter, dieses, ein Schwert dient dazu, also mal so ganz ursprünglich von dem Rittern getragene Schwert gilt dazu, diente dafür, den anderen zu verletzen. Ja, es hat natürlich, sage ich mal, in dem Aspekt auch, ich möchte mich verteidigen oder ich möchte etwas verteidigen, das sehr wertvoll ist, was mir sehr wertvoll ist. Ja, aber am Ende verletze ich natürlich den anderen, und da rauszugehen aus diesen Verletzungen. Vielleicht entdeckst du dann, dass der andere dich getäuscht hat, ja, und da so Heimlichkeiten hatte vor dir. Ne? Vielleicht entdeckst du aber auch, dass du dich getäuscht hast und du eben deinen Anteil jetzt da rausnimmst, vielleicht eine Erfahrung, und eben weitergehst. Und hier kommt die noch Unsicherheit und Unstabilität und ja, das Gleichgewicht finden. Aber ich muss auch sagen, ne, du stehst hier über den Dingen. Na? Du bist nicht mehr da im Matsch, im Dunkeln, im Nebel. Du hast hier schon, da ist die Sterne auch schon Klarheit. Ne? Okay, was wird dich unterstützen? Oder gibt es noch ein Hindernis, auf das du achten solltest? Was wird dich unterstützen? Oder gibt es da vielleicht sogar noch ein Hindernis? Drei der Stäbe.
steht hier mit geflochtenem Haar, mit dem Schiff in der Hand und schaut in die Weite. Schön, ne? Schau mal vom Bild her. Das liegt hinter dir. Also unterstützen wird dich, wenn du vielleicht auch das mal einen Moment hinter dir lässt und in die Vision gehst, wo du hin möchtest. Also wo genau ist denn dein Ziel? Öffne dich dafür Neues. Das ist noch nicht gegeben. Ne? Du bist noch nicht ganz offen, weil die Haare sind geflochten. Die sind noch in etwas eingebunden. Also das wird dich unterstützen, zu schauen, wo möchtest du hin? Wo möchtest du dein Schiff absetzen und einsteigen und losfahren? In welche Richtung soll es gehen? Weil du siehst schon hier die Freiheit, die ruft. Die See, das ist eine ruhige See, da ist kein Stress, der da liegt. Die Entscheidung, also die Unterstützung ist, eine Vision zu entwickeln, dem Herzen mal zuzuhören. Wo zieht es mich hin? Was fühle ich wirklich? Was würde Sinn machen, wenn ich den Partner verlasse? In welche Richtung zieht es mich hin? Oder bleibe ich in der Partnerschaft? In welche Qualität von Verbindung, Beziehung möchte ich denn sein? Das ist noch keine Karte, wo dich aufruft, loszuziehen. Ne? Das erstmal schauen, visualisieren. Sie schaut. Schau erstmal. Was ist verdeckt im Unbewussten hier in dieser Woche? Page der Scheiben. Das ist aber eine sehr schöne Karte hier. Also hier kommt man sagt, auf der Page der Scheiben steht, dass jemand zurückkommt. Vielleicht hast du eben den Schritt getan und hast die Täuschung erkannt. Bist so am Rausgehen, hast vielleicht schon so verbal geäußert oder auch physisch was getan. Und da ist, vermute mal, der Wunsch, dass der andere wieder zurückkommt. Und zwar nicht, dass diese schlimme Qualität zurückkommt, sondern man wünscht sich, also man ist in der Illusion des ersten Moments, wo man sich vielleicht kennengelernt hat, der Liebe, ne, des Verliebtseins, man hat den anderen so als, ja, wie man hier sieht, ne, so ganz unschuldig und weiß und voller Frische wahrgenommen. Und man wünscht sich den zurück. Also das könnte sein. Ne? Da musst du schauen, ob das wirklich für dich stimmig ist. Vielleicht auch der Wunsch hier, weil es verdeckt ist, nach einem neuen Partner. Die Sehnsucht nach einer... Der Page ist ja frisch, ne? Unschuldig, neu. Dass man was gemeinsam, dass der andere dass man was Neues beginnen kann mit ihm. Da ist der Wunsch da, das ist im Verdeckten. Auf jeden Fall ist der Wunsch nach etwas Frischem, Neuen und Unschuldigen da bei dir. Definitiv. Ja, die Sehnsucht. Da muss man halt, es ist auch nicht schlimm oder schlecht oder so. Deshalb auch hier das, was dich unterstützt, schau, wenn die Sehnsucht dich quasi in was Toxisches oder was Ungutes oder was Verletzendes zurückzieht, dann ist es vielleicht ein altes Thema, was du noch nicht bewältigt hast. Dann wäre es ganz gut, eine Vision zu entwickeln der besten Version deiner selbst. Und jetzt kommt hier die Karte rein. Ich würde das jetzt gern hier nochmal voll in den Fokus ziehen. Ne? Achte auf die Details. Die sind so wichtig. Schenk den Details die Aufmerksamkeit. Wie genau geht der andere Mensch mit dir um? Was genau tut er da oder tut er auch nicht, dieser Mensch? Ja,
achte auf die Details. Wir sind oft verblendet und wünschen uns so sehr irgendetwas und halten uns selbst in der Illusion gefangen. Und das würde dich unterstützen. Aber wir gucken auf jeden Fall hier nochmal nach einer Führungskarte. Ich würde erstmal das nehmen, was ist zu tun oder was gibt dir da auch nochmal einen anderen Impuls, mit den Dingen umzugehen. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ja, vielleicht auch etwas zu bewerten oder zu sehen, zu erkennen. Wir alle haben natürlich, das ist so, unseren individuellen Weg, Dinge zu gehen. Und ja, vielleicht bist du auch so ein bisschen, möchtest den anderen retten. Ja, dann weist die Karte dich auch darauf hin, dass auch dieser Mensch seine Wahl trifft. Ja, wenn es sich jetzt natürlich um einen erwachsenen Menschen handelt, der schon reif ist, aber auch bei den Kindern, ne, müssen wir verstehen, dass dieser Mensch, den wir vielleicht sehr lieben und von dem wir so eine Vorstellung haben, wie der zu sein hat, seinen eigenen Weg gehen muss, um seine Erfahrung zu machen und seine Ergebnisse zu erzielen und sich zu vervollständigen damit. Aber auch für dich selber, ne? Dass sowohl der andere als auch du, ja, beide oder wir alle haben und jeder einen ganz individuellen, persönlichen Weg, den wir zu gehen haben. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke, ne? Das ist ein bisschen, etwas ein spirituellerer Gedanke. Vielleicht unterstützt er dich. Aber wir gucken, dass ich dann nochmal eine Karte hier für dich hole, die dich vielleicht nochmal hier begleiten darf. Nochmal bitte eine Führungskarte für diese Woche. Da sagt es nochmal, Direction ist klar, ne? Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body? And if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Also ja, es sind beide Karten hier für die Richtung, wohin soll es gehen, da ist doch die Unsicherheit, ne? Die Wahl, das Ausbalancieren auch hier, wohin soll es gehen, dass du hier dich nochmal verbindest, ne? Vielleicht hast du eine Möglichkeit wie Meditation für manche oder sonstige Möglichkeiten, einfach zur Ruhe zu kommen, für die inneren Stimmen, auf die zu hören. Achte dabei bitte auf die Details und ja, kann auch in der Natur sein, wenn man so richtig runterfährt und sich wieder spürt, auch die Körpersignale wahrnehmen, ne? Oft haben wir verkrampft sich der Magen oder wir können nicht schlafen oder ja, uns wird kalt oder eng, wir können nicht atmen, ne? Das sind alles so Zeichen von unguten Situationen, dass du darauf achtest. Das ist auch nochmal eine Führung, die vom Universum jetzt für dich hier als Impuls weitergegeben wird. Ja, pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir für diese Woche das Allerbeste. Alles Gute für dich und deinen Weg. Und ja, bis ganz bald. Namaste.